Einen schönen guten Morgen. Heute zeigen wir euch, wie wir mit dieser Shark Cutter Federstanze von Berpa Federn stanzen. Das bedeutet, die Federn aus der vollen Länge rausschneiden in die gewünschte Form. Ihr braucht zum Stanzen natürlich das Stanzwerkzeug, einen Gummihammer zum Draufhauen und dann die Federn in der vollen Länge. Und von Vorteil ist natürlich auch, wie hier, eine Wolldecke als Schalldämpfer. Wir stanzen hier die Superspeed-Form und da unten seht ihr diese Spalte hier zwischen dem Grünen und dem Schwarzen. Und genau in diese Spalte kommt von der Feder der Federkiel eingeklemmt. So. Und wichtig ist beim Einklemmen, also die hält hier alleine, die kann man loslassen. Es klemmt schön den Kiel ein. Und wichtig ist, dass ihr achtet, dass ihr beim Stanzen nicht den letzten Rest dieser Feder verwendet. Ihr seht hier, die letzten paar Zentimeter sind nicht ganz sauber. Also der Federkiel ist da nicht ganz sauber. Und wenn man die Feder aus dem letzten Rest rausstanzt, dann kleben die nicht gut am Pfeilschaft. Und schon ist die Feder bereit zum Rausschneiden, also zum Stanzen. Die Stanze wird geschlossen. Anschließend wird mit dem Gummihammer ein-, zweimal kräftig draufgehauen. Und schon ist die Feder gestanzt. Ihr seht hier die gestanzte Form und die Federreste. Anschließend kann man die gestanzte Feder bequem entnehmen. Und man hat sie in der gewünschten Form. In diesem Fall M1 Superspeed.